Back to Memories. Eine Reise in die Vergangenheit. Möchte das ja dran bleibt, halt die Fresse da im Hintergrund. Boah, was ist das? Boah, Vogel, halt die Klappe. Fuck you! Back to Memories. Ihr spielt wieder mit mir, dem Tourette Gamer. Tourette, weil ihr euch alle mal so richtig schön verpissen könnt. Ja, ihr geht mir nicht alle auf den Sack. Ja, sie stimmen mir nicht zu. Ich werde die Dinge in die eigene Hand nehmen müssen und es ihnen zeigen. Die Königstreuen auf ihrer Insel sind gegen eine Unabhängigkeit und senken ihren Zustimmungswert. Ich habe den Tod einiger dieser Königstreuen arrangiert. Was soll das denn jetzt bitte? Es bringt dieser Illuminatenspaß hier auch noch meine Leute um, oder was? Toll, super, es sind mal eben Menschen abgeschlachtet worden. Ey. Das ist echt der Hammer schlechthin hier. Also bisweilen macht das Spiel noch Spaß, muss ich sagen, ne? Könnte sich aber gleich ändern. Ja. Muss aber nicht. Mein Monitor sagt gerade, das Gerät wird in 5 Minuten abgeschaltet, um Energie zu sparen. Ja, muss ich mal eben draufdrücken. So, und weiter geht's. Also, ich würde sagen, wir haben jetzt kaum Kohle, aber wir können auf jeden Fall schon mal wieder ein Landhaus bauen. Nee, kein Landhaus, kein Bock drauf. Die armen Leute, ey. Ich bin zwar ein Diktator, aber ich bin auch kein Unmensch. Ich baue jetzt hier eine Taverne hin. Dann können die ganzen blöden Assis auch irgendwann mal nach der Arbeit da was trinken gehen. Ne, weil, also, so ein Leben wie im Dritten Reich gibt es bei mir echt nicht auf der Insel. Nee, möchte ich nicht. So. An den Palast kommt die Taverne. Das ist gut. So. Schön. Schön, schön. Aber irgendwie mache ich zu wenig Kohle hier gerade. Wie sieht es denn aus mit meinem Fischerei hier? Och, gibt es gar keinen Fisch mehr, oder was? Doch, da. Da gibt's Fisch. Wie viel macht denn das an Fisch? Profit. Oh. Das ist ja echt scheiße. Aber egal. Der Frachter hat jetzt nur Geld gebracht, aber keine Menschen. Wahrscheinlich brauche ich echt Landhäuser. Dann machen wir das. Bauen wir doch jetzt hier noch eine Reihe Landhäuser hin. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ja, wir möchten ja... Oh, wir haben gar kein Personal mehr. Scheiße. Doch jetzt. Wir möchten ja schön, dass alle zufrieden sind. Das ist das Hauptziel. Nee, ist es nicht. Nee, ist es nicht. Mm-mm. So, ja. Dann schaut mal. Sieht das nicht toll aus? Ich finde schon. Ich mache mir viel Mühe bei dieser schönen Insel. Und hoffe, dass irgendwann hier dieser Vulkan ausbricht und mir das alles wieder zerstört. Das wäre mal echt schön. Warum fahren denn die Boote hier nicht los? Finde ich so ein bisschen scheiße, ne? Echt sehr scheiße. Ah, es fährt doch los. Ich dachte schon, da passiert gar nichts. Ja. Ha, hier. Eine Kutsche. Boah, sind die schnell. Naja. Irgendwie muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich fand Tropico 4 schöner. Denn in Tropico 4 gab es immer noch das Inselradio und man hat das ganze Spiel über immer irgendwelche Kommentare gehört, die dann entsprechend passend zu dem, was man gerade getan hat, dann gekommen sind. Und das fand ich gut. Und dieser Berater, dieser Penolipe oder wie auch immer, der war auch irgendwie aktiver und den vermisse ich auch ein bisschen. Was ich auch noch vermisse, ist... die Funktion entsprechend bei den ganzen Gebäuden jetzt, wie hier auch, die Löhne festzulegen und die Preise. Glücklicherweise haben die Inseln Puerto Coco und Isla Roja die Manager gestohlen, die für sie bestimmt waren. Toll. Ja, dann kriege ich meine Manager nicht. Das ist aber auch nicht schlimm, weil die brauchen wir, glaube ich, eh noch nicht.
Wir haben das Geldziel noch lange nicht erreicht. Aber endlich wieder 15 Bürger in Tropico. Die können hier in die Häuser ziehen. Dann mache ich jetzt mal hier noch welche für reiche Penner. So. Das ist scheiße, dass man hier die Löhne nicht mehr festlegen kann. Finde ich kacke, wirklich. Ganz ehrlich, finde ich echt scheiße von denen, dass sie das geändert haben. Verstehe es nicht ganz. Was ist das denn hier für einer, ne? Ach, keine Ahnung. Soll ich Gastarbeiter einladen? Gastarbeiter? Nee, brauchen wir nicht. Komm nachher, weiß ich nicht. Kommen mir nachher Deutsche auf meine Insel als Gastarbeiter. Kann ich nicht brauchen, solche Idioten. So. Es geht schleppend voran. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Geld. 28% der Menschen sind auf meiner Seite, stimmen meiner grandiosen Politik hier zu. Oh, wir haben Forschung. Aha. Geht aber nicht. Schade. Okay. Geht, glaube ich, erst mit der Bibliothek. Was ist das? Ah, hier können wir uns mal so ein paar Bilanzsachen angucken. Machen wir das doch. Wir haben 6 Obdachlose, 10 Arbeitslose. Och du Scheiße. Fuck. Wir sind echt schlecht. Ja, Bevölkerung 75 Menschen, 13 arbeitslos, 52 in Arbeit, 10 sind arbeitslos. Hä? Wir haben 13 Arbeitslose und 10 davon sind arbeitslos, oder was? Verstehe ich jetzt nicht ganz, egal. Verfügbare Jobs haben wir aber noch 5 Stück. Wir haben 3 Hütten. Wo sind denn die Hütten? Dann kann ich die direkt mal abreißen hier. Also, die Hütte kommt weg. Such dir ein richtiges Zuhause und bezahl Geld dafür, du Arsch. Die kommt auch weg. Die kommt genauso weg. Jedes Gebäude dauert, bis es gebaut ist. Nur die scheiß Hütten, ne? Die ploppen direkt hier irgendwo auf. Ist doch scheiße. So. Ja, genau. Machen wir jetzt einfach mal eine Luxusvilla und die setzen wir hier hin. Moment. Die setzen wir dahin. Dahin. Hier. Dahin. Hallo. Nee, dahin. 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 Da. 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 Genau. So. Okay. Was das auch fehlt hier, glaube ich. Moment. Ja, fehlt. Ist, die Möglichkeit, dass wir unseren Diktator, der da vorne irgendwo rumlungert, zu einem Gebäude schicken können, weil ich wüsste nicht, wie das geht. Wohin hier wandert die Sonne, wenn ich schlafe? So, geht nicht. Hups, geht nicht. Präsident, ich sei gepriesen. Ich verstehe es nicht, warum das nicht geht. Tropico gehört mir. Scheiße, warum geht denn das nicht mehr? Das ist doch auch kacke, oder? Mal ganz ehrlich. Man konnte sonst mal den Diktator in ein Gebäude schicken und der hat dann die Leute motiviert. So werden Gebäude dann oder wurden Gebäude schneller gebaut oder die Arbeitseffizienz wurde gesteigert. Es geht auch leider nicht mehr. Super. Wunderschön. Scheiße, ey. Also bisher frage ich mich, warum sollte man Tropico 5 spielen, wenn man Tropico 4 mit dem Add-on denn hat? Also eigentlich, naja. So, hier haben wir unsere Luxusvilla. Da will nur keiner rein. Ist klar. Aber das wird sich noch ändern. Spätestens dann, wenn wir eine Bibliothek gebaut haben und wir entsprechend Lehrer beschäftigen, die sich sowas hier leisten können. Ne? Mhm. Du zum Beispiel nicht, du kleiner Penner hier. Du kannst dein ganzes scheiß Leben lang immer noch diese dämlichen Kisten hier rumschleppen. Tja, das ist deine einzige Zukunft. So ein kleiner Scheißsklave auf meiner Insel zu sein, ne? Haha. Gucken wir doch mal in unsere Docks hier rein, was es hier gibt, so in dem Gebäude. Gehen wir mal hinterher. Oh. Der Innenarchitekt, der ist wohl nicht fertig geworden, ist wohl vorher gestorben oder so. Hier ist ja gar nichts drin. Schade. So, das
bringt so überhaupt nichts, was ich gerade tue. Fällt mir so auf. Wir kriegen einfach nicht genug Kohle zusammen. Wir müssen jetzt mal eine Fleischfarm machen. Und zwar nehmen wir am besten Schweinefleisch und exportieren das in die Türkei. Nee, geht nicht. Haben wir auch keine Grundlage für hier. Rinder ist scheiße, Ziegen auch, Lamas auch, erst recht. Oh. Entschuldigung. Gar nichts dafür. Alles cool. Ich bin der Tourette Gamer. Und ich bin krank. Ich huste mich kaputt. Ich setze das Gebäude jetzt mal dahin. Und bitte euch, mich zu entschuldigen, weil ich glaube, lange wird dieses Spiel nicht mehr weitergehen. Vorher bin ich krepiert, elendig. Nein, Quatsch. Bau die scheiß Straße doch, Affenwichser, ey. Oh oh. Boah, es geht gleich wieder weiter. Ich trinke besser mal einen Schluck. So. Ist das jetzt an der Straße, das Gebäude, oder nicht? Ja, es ist an der Straße und es wird gebaut. Sehr gut. Boah, das war jetzt echt scheiße gerade. Ich bin wieder völlig fertig und mir tut wieder alles weh. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch mal Schluss. Und wenn ihr mehr sehen wollt von Tropico 5, dann könnt ihr das gerne tun. Vielleicht bin ich dann auch wieder besser drauf und huste mich hier nicht kaputt. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt einfach mal diesen Abschnitt, wovon ich wahrscheinlich 4 oder 5 Parts mache, nur damit ich es in die Länge ziehe. Nein, natürlich nicht. Vielleicht auch nur 2 Parts. Und ja, wenn ich sehe, dass da Klicks sind auf dem Video, dann lade ich auch vielleicht noch mehr hoch. Also spiele ich weiter. Ansonsten spiele ich auch weiter. Aber nehme es nicht auf, weil ich ein Arsch bin. Also ganz viel draufklicken und abonnieren, kommentieren und weiter verteilen in Twitter, Facebook und Co. Und wir haben unsere Rinderfarm gebaut. Mensch, die sieht ja mal richtig scheiße aus. Also, was die Grafik angeht, man könnte es vielleicht ein bisschen besser aussehen lassen. Ich weiß nicht. Naja, aber da ist wenigstens ein Schild. Was steht denn da drauf? Ah, wir können leider nicht mehr ran. Nee. Notice. Oh ja, da steht Notice. If you want to watch more videos, comment, subscribe and come back to this channel. Also, bis zu den nächsten Parts von Tropico. Und ich speichere jetzt mal ab. So, neuer Spielstand. Den nennen wir Kacke mit Pipi. Und spielen Tropico 5 hoffentlich bald weiter. Wenn ihr das so wollt. Bis bald. Tschüss.